sie aufs Podest laufen können oder vielleicht sogar gewinnen. Jetzt also Doll, Lagreit und Strömsheim. Und dann gibt es eine kleine Lücke. 20 Sekunden danach dann wird Johannes Tinius Bö ins Rennen gehen. Jakob Fack und dann mit der Nummer 6 schon Johannes Kühn. Zeitgleich mit Jakob Fack. Aber das ist die Dreiergruppe vorneweg. Werden wir sehen, ob Strömsheim die kleine Lücke zulaufen wird. Kann man von ausgehen, Erik, dass die drei zusammenkommen werden zum ersten Schießen. Da geht Johannes Kühn raus. Ich denke, da hat jetzt jeder vorne das Messer zwischen den Zähnen und Strömsheim wird alles dafür tun, vorne ranzukommen. Und die zwei vorne werden auch gut daran tun, mit ihm gemeinsam die erste Runde zu bestreiten. Und da kommt dann gleich schon nach Sebastian Samuelsson der nächste Deutsche mit der Nummer 11, Philipp Navrat. Dann mit der Nummer 15, Justus Strelo, wird gemeinsam laufen mit Quentin Fillon-Maillet. Da sehen wir Strelo. Ja, mit der 14 geht Fillon-Maillet direkt dahinter Justus Strelo. Dann mit der 19 Roman Rees. Dort rechts, da sehen wir ihn. Und dann als letzter Philipp Horn mit der Nummer 24. Rechts im Startkorridor 4 steht er. Ja, und da sind sie zusammengelaufen, oben am Birksteig. Die Dreiergruppe Doll, Lagreit und Strömsheim. Interessant wird sein, was Johannes Tinius Bö hinten macht. Mit Startnummer 4, hinten sehen wir jetzt gerade schon durchs Bild laufen, ob er die 20 Sekunden in der ersten Runde gut macht oder es doch etwas gemächlich angeht. Aber hier im 1-1 an dem Stück, da hat er wieder einiges vor heute. Und Benny Doll hatte ja vorgestern vor dem Sprint am Abend zu Uroš Velepec gesagt, ich habe alle Szenarien durchgespielt, ich werde morgen diesen Sprint gewinnen. Und dann hat er es getan und wir haben ihn heute gesprochen bei der Ankunft hier im Stadion, wie es ihm heute geht und wie er heute in diesen Sprint hineingeht. Macht natürlich Spaß und Laune, vorne weglaufen zu dürfen. Und ja, die haben mir so einiges vorgenommen, muss ich ehrlich sagen, weil Lenzer Heide war ich natürlich nicht zufrieden mit dem Verfolger und will das heute besser machen. Ja, freue mich schon sehr. Ja, auf der Lenzer Heide ist er von Platz 1 auf Platz 17 zurückgefallen. Erik, weil die Langläufer ein bisschen langsamer unterwegs waren als gedacht, ist unser kleiner Vorlauf entfallen. Du hast mal nachrecherchiert, dass die Deutschen sich im Schnitt in den Verfolgern verschlechtert haben, fast immer in dieser Saison. Man hat sich eigentlich bis auf für den 12 Malen, die 4 Athleten in Hochfilzen, in Östersund und in Lenzer Heide am Startplan haben sich bei den 12 Möglichkeiten nur zweimal verbessert. Das war einmal Philipp Navrat in Hochfilzen von Platz 35 aus und das war einmal Justus Strelo von Platz 18 aus. Der Rest ging es leider immer nach hinten, ab und zu nicht viel, ab und zu sind sie aber auch deutlich durchgereicht worden, weil auch oft im Verfolger das Schießen nicht so gut war. Und hier sieht man, Lagerheit versucht Benny in der Abfahrt mit zu nehmen, dass man gemeinsam wieder voneinander partizipieren kann, dass man gemeinsam läuft. Und Strömsheim muss im Windschatten schauen, dass er da dran bleibt. Und wir haben es gesehen an der Zwischenzeit. Die Hälfte der 20 Sekunden hat Johannes Tinius Bö schon rausgelaufen. Er ist nur noch 9,2 Sekunden zurück. Navrat 37 Sekunden. Auch er macht gut auf die Spitze. Extrem schnell. Da haben wir, glaube ich, gerade ganz kurz Jens Filbrich gehört. Justus hat einen extrem schnellen Ski, wenn ich das richtig gehört habe, Erik. Das habe ich auch vernommen. Verwundert mich nicht. Justus wird gerne im Training angegangen, dass er oft die besten Trainingsski hat. Und das gilt natürlich sicherlich auch für seine Wettkampfskier. Hier ist die Stelle große Sägespinn, ist eine sehr enge Stelle. Hier wird es natürlich auf der 5. Runde drauf ankommen. Jetzt sieht man es, da werden zwei Athleten wohl wenig Platz haben. Wenn es dann im Zweikampf oder auch in der ganzen Gruppe im Kampf geht, das ist ein Hauen und Stechen, wer dann die gute Position hat. Ja, wir haben es nachgemessen, du vor ein paar Tagen, unter 4 Metern die Streckenbreite an den schmalsten Stellen. Eigentlich sieht das Reglement eine Streckenbreite von 6 Metern vor. In gewissen Bereichen darf sie auf 4 Meter, wenn es dann baulich oder wegen Brücken oder Wäldern eben nicht anders geht, 4 Meter breit sein, aber wegen des Wetters gibt es auch da eine Ausnahmeregel, also der Wettkampf muss durchgeführt werden können. Gestern lagen hier noch die blauen V-Boards als Streckenbegrenzung, die hat man heute weggebaut, heute sind nur die Tannenzapfen und Tannenzweige, da kann man mal drüber steigen, da ist die Strecke doch etwas breiter als meine gemessenen 3,70 Meter, so vielleicht doch 4,20 Meter jetzt. Ja, aber insgesamt muss man wirklich sagen, die Bedingungen sind sehr gut, es ist wirklich ganz stark, was die Oberhofer hier auf die Beine gestellt haben. Wir haben heute gutes Wetter, wir haben keinen Wind, also perfekte Bedingungen eigentlich. Und es gibt eine Strafe für Johann Olaf Botten.
kriegt eine 30 Sekunden Strafe, weil er zu früh gestartet ist. Das ist der junge Norweger, der gestern ja sein Debüt gefeiert hat, der im IBU-Cup so glänzt. Der ist übrigens gestern eine Strafrunde zu viel gelaufen. Hat im Liegenanschlag 3 Strafrunden geschossen, ist aber 4 gelaufen. Hat er abends erst beim Auswerten seiner GPS-Daten festgestellt. Kommt vor und heute zu früh gestartet, also der ist dann doch sehr motiviert hier in diesen Weltcup gegangen. Mit 2 solchen Patzern innerhalb von 2 Tagen, darf eigentlich nicht passieren. Wahnsinn, die Stimmung. 20.500 Zuschauer, es ist ausverkauft. Und vorhin beim Anschießen schon, jeder Athlet, nicht nur die Deutschen, jeder Athlet, der diese große Kurve Richtung Schießstand läuft, wird dort angefeuert, wird bejubelt. Die Athleten winken dann zurück, saugen das auf. Es ist wirklich eine unglaubliche Energie in diesem Stadion. Und Johannes Tiniers-Bø ist fast dran am Führungstrio. 2-mal liegen, 2-mal stehend wird geschossen im Verfolger. Jetzt also zunächst im Liegendanschlag. Dahinter die zweite Gruppe. Strafrunde Benny Doll. 2 Strafrunden für Benny Doll. Lagreit geht in Führung. 3 sind es sogar. Und Strömsheim, Lagreit und Johannes Tiniers-Bø. 3 Norweger jetzt also dann gemeinsam an der Spitze. Und Benny Doll wird durchgereicht. Schade. Johannes Kühn. Die Oma jetzt mit 3 Treffern schon. Tarjebe muss in die Runde. Samuelsson muss in die Runde. Kühn schießt 0. Philipp Navrat beginnt den Wettkampf mit einem Fehler. Stalder, Fack, fehlerlos. Nelin ebenfalls. Da oben kommt Justus Strelo auf die Matte. Kühn 26 Sekunden hinter der Spitze. 5 Sekunden hinter Ponzilo Oma. Und Benny Doll kreist und kreist und kreist. Hauptsache, er verzählt sich nicht so wie gestern Botten. Strelo 0. Ganz oben die Scheiben von Roman Rees, den Sie im Bild sehen. Jetzt läuft Benny Doll aus der Runde. Na, Navrat ist es, genau. Jetzt erst kommt Benny Doll. Horn mit einem Fehler. Und Benny Doll geht als 14. mit 1:08 Rückstand auf seine zweite Runde. Das ist natürlich nicht der Auftakt, den Benny sich vorgestellt hat. Ich glaube, Uroš Velepec am Schießstand wird auch ziemlich dicken Hals haben, denn er hat auf seiner Anschlussbahn, auf Stand 1, hat er geschossen. Der Wind ist raus, ist zumindest kaum Wind zu sehen von hier oben. Da muss er reagieren, wenn er beim Anschießen Wind hatte. War auch kein Fehler beim Anschießen. Ich war beim Anschießen auch da, war es still. Perfekte Bedingungen eigentlich heute. Da sind die 3 Fehler inakzeptabel. Stula hier ein sehr gutes Trefferbild gehabt. Jetzt schauen wir hier auf Benny. Leicht links, Fehler rechts. Handtreffer hoch, Fehler rechts. Aber man hat auch ein leichtes, horizontales Wackeln am Lauf gesehen. Ja, da war der Anschlag vielleicht nicht ganz perfekt, nicht so sauber eingenommen. Oder er war vielleicht auch ein bisschen nervös. Aber wenn er sich heute was vorgenommen hat, darf ihm das natürlich nicht passieren. Und hier die 3 Norweger im Triell. Ist aus deutscher Sicht schon wieder schade. Aber Johannes Kühn ist in Lauerstellung mit Ponzilo Oma. 26 Sekunden hinter der Spitze. Ponzilo Oma war 21 Sekunden hinter den Norwegern. Ist eine knifflige Situation für Hannes. 5 Sekunden hinter Ponzilo Oma, der unglaublich laufstark ist. Mit der Versuchung zu widerstehen, dort ranzulaufen an den Schweden. Da hinten kommt er. Ich glaube, Ponzilo Oma wird nichts überlassen. Wird Hannes nicht die Möglichkeit geben, ja, da ranzukommen. Wir sehen es auch. Rückstieg ist rum und Hannes ist nicht dran. Die werden also nicht.
Und wir haben es aber eben auch gesehen, Johannes Dinges Bö hatte sich ja aufgerichtet sogar hinter den beiden Führenden. Also die knüppeln jetzt auch nicht Vollgas, die drei. Zwei bei rechts, zwei bei rechts. Zwei bei rechts heißt, dass seine Verlagerung ein bisschen nach rechts war, sein Trefferbild. Jetzt hören wir hier auf Benny. Drei bei rechts, eine bei hoch. Ja, rechts hoch war eben das Trefferbild. Darauf wird jetzt reagiert, das Fehlerbild, besser gesagt. Und dann klappt es hoffentlich beim zweiten Schießen besser. Ponzi Loma und dahinter Johannes Kühn. Die Gruppe mit Nelin, Stalder, Samuelsson, Jakob Fack, Tarje Bö. Machen die drei vorne noch mal die Tür auf. Es ist ja erst einmal geschossen worden. Aber sie haben einen Abstand von ungefähr einer Strafrunde zu Ponzi Luoma und von mehr als einer Strafrunde auf Kühn und den Johannes Dinges Bö ist da vielleicht jetzt auch ein bisschen erfahrener geworden und sagte, ja, wenn ich die erste Runde so Vollgas reinlaufe, dann kann ich mich die zweite mal ein bisschen entspannen. Also seid ihr jetzt mal dran. Jetzt geht hier Endre Strömsheim in Führung. Siegfried See, der muss jetzt auf drei Scheiben gleichzeitig gucken. Patrick Oberegger, der Trainer der Frauen, ist auch da, hilft ihm. Strömsheim, Bö, Lagreit. Ponzi Luoma schleicht in die Nähe. Und dahinter Johannes Kühn. Lagreit geht in die Runde. Die beiden anderen bleiben gemeinsam vorn. Wird gemeinsam mit Stöhlerholm Lagreit auf die Runde gehen. Kühn wieder fehlerlos. Perfekt. Dort hinten Navrat. Strelo. Und dann Doll. Samuelsson 0. Kühn 31 Sekunden dahinter. Fehler Navrat. In der Mitte die Scheiben von Doll und Strelo eingeblendet, rechts. Ja, da ruckelt Navrat nochmal nach seinen beiden Fehlern. Korrigiert er den Anschlag. Strelo schießt 0. Doll eine weitere, zwei weitere Runden für Benny Doll. Verkorkster Wettbewerb heute von ihm. Und Navrat geht zweimal in die Runde. Jetzt Philipp Horn. Rees Strafrunde. Jakob Fack, 10. Ohne Schießfehler. War gleichzeitig mit Johannes Kühn gestartet. Hat auf der Strecke deutlich verloren, anders als der Deutsche. Gut, diesmal ist der letzte Schuss bei Philipp gefallen. Beim ersten Liegen war es der letzte, der nicht gefallen ist. Jetzt kommt er hier fehlerfrei durch.
Weltmeister in der Verfolgung geworden hier im Februar. Vor Stürlerholm Lagreit, Bronze gewann Sebastian Samuelsson. Das waren ja fast 50 Ringe. Also nahezu alles genau in die Mitte rein. Ja, da werden die Trefferbilder verglichen. Rechts Patrick Oberegger mit Siegfried Masé. Alles notiert zur späteren Auswertung. Trefferbilder werden jetzt nicht mehr angezeigt Richtung Stehendanschlag. Hier Justus Strelo hinter Jakob Fack. Ich glaube, da ist er ganz gut beraten, damit mitzulaufen. Vorneweg war der Franzose Emilien Claude. Den hat er schon gehen lassen. Die ersten Meter im Birkstieg. Justus hatte ja gestern Sprint so mit 1 Minute 30 ein paar läuferische Probleme. Ich hoffe, da kriegt er sich heute ganz gut gefangen, dass er mit seinem guten Schießen ein gutes Ergebnis einfahren kann. Auf jeden Fall. Aktuell von 15 auf 12 verbessert zur Halbzeit des Rennens. Und Strömsheim bleibt dran an Johannes Tinisbö. Ist aber vom Laufniveau auch nicht weit entfernt vom starken Chef der Mannschaft. Immer einfach nur platt gelegen, war völlig platt vom ersten Trimester. Jetzt ist er aufs Mountainbike gestiegen und ist nochmal einen Tag Rad gefahren. Also fühlt sich eigentlich gut, Justus Strelo. Er hat nicht das läuferische Potenzial wie Johannes Tinisbö, Strömsheim, Ponzilio Oma, die Top-Läufer. Er kommt übers Schießen. Kühn auf der 5, 35 Sekunden zurück. 31 waren das nach dem Schießen, verliert also nur unwesentlich. Kurz zusammengefasst, mittlerweile macht man mehr Umfang, weniger Intensitäten, früher mehr Intensitäten. Schön locker, Ski laufen lassen, komm, und Stellung, geh mit, komm. Hat nicht umgestellt, haben wir auch gewartet. Also mehr Intensitäten damals mit weniger Umfang, das sind so die zwei hauptsächlichen Unterschiede. Ja, ist ganz interessant, zum Beispiel bei den Norwegern ist es so, dass im B-Team anders trainiert wird. Die trainieren da nach der Ingebrigtsen-Methode mit zwei intensiven Einheiten am Tag. Emre Strømsheim zum Beispiel, der macht das auch noch so. Johannes Dahle ist ja inzwischen in der A-Nationalmannschaft, wenn man so will. Der hat gesagt, für mich war das nichts. Ich brauchte mehr Regenerationszeit, aber Strømsheim, auch Botten, Sørum, die trainieren tatsächlich anders als die Weltcup-Mannschaft. Die Ingebrigtsen-Methode ist nichts anderes als unser altes Trainingsmodell mit zweimal intensiven Einheiten am Tag. Also damit bin ich groß geworden. Ja. In der Schule. Wie kamst Ulrich, du damit Mark klar? Kirchner. Mit der Regenerationszeit. Aber hier Hannes, schauen wir, mit 31 ist er raus. Jetzt hat er 38 gehabt, verliert ein bisschen, ist natürlich schwer alleine zu laufen. Hat nach vorne nur so ein bisschen was zum Schauen. Hinten dann kriegt er vielleicht ein bisschen was von den Betreuern mit, was da kommt. Aber ganz alleine zu laufen ist natürlich schon unangenehm. Frank Ulrich übrigens ist auch hier, dein ehemaliger Trainer. Schauen wir mal, was ist hier passiert. Da sieht man einfach auch, wie eng es ist, ne? Stockbruch oder Stock verloren bei Niklas Hartwig. Und Benny hinten, das Fähnchen im Wind, versucht da bestimmt wieder ranzukommen an die Gruppe. 23. Benny Doll. Mit schon 5 Schießfehlern, während Endre Strømsheim und Johannes Tinisbø noch gar nicht daneben geschossen haben. Guck dir das an, diese Tribüne. Prozent Trefferquote im Stehendanschlag. Strømsheim 85, Johannes Tinisbø. Bö muss in die Runde und Strømsheim zieht das Ding durch in einem Wahnsinnstempo. Es bleibt bei der einen Runde für Johannes Tinisbø. Aber jetzt können die beiden hier, Lagreit und Ponzilio Oma, wieder aufschließen, wenn sie null schießen. Lagreit gelingt es nicht und auch Ponzilio Oma nicht.
Strafrunde für Lagerei, 2 für Ponzilo Oma. Johannes Kühn ist da. So wichtig fahren ist jetzt, dass die Herangehensweise wie beim Sprint, dass er nicht Mann gegen Mann kämpft, sondern nur für sich selbst, bei sich selbst bleibt. 26 Sekunden, der Abstand von Johannes Tenies Bö. Der hat sich aufgebaut, der Fehler. Da war er schon ein bisschen unruhig bei Fehler bei Schuss 3 und 4. Samuelsson mit der 0. Darje Bö mit der Runde. Lagreit 48 Sekunden hinter Strömsheim. 22 hinter Johannes Tinius Bö. Jetzt Strelo. Jetzt Horn, Navrat, Rees, Doll. Da stehen sie zu viert. Deutsche Meisterschaften. Leider, leider eben erst jetzt im Mittelfeld dieses Rennens. Diomaye mit 3 Runden. Navrat 2. Horn 1. Navrat 3. Jetzt Doll und Rees mit der 0. Das fehlerlose Schießen von Benny Doll. Es kam zu spät. Gleich zu Johannes Tinius Bö. Und hier da hat er ordentlich unter Druck gesetzt. Und so, jetzt geht es ja zum letzten Schießen. Da muss er jetzt ran an Ponzilo Oma. Ist mit 4 Sekunden Rückstand raus. Hat jetzt hier Dahle, der jetzt vorbeigeht. Da muss er dran. Da muss er dranbleiben. Das kostet, was es wolle. Ja, es ist der Dahle ist der stärkste Läufer im Feld. Bessere Laufzeiten als Johannes Tinius Bö. Gestern übrigens Botten, ja, der Laufschnellste. Endre Strömsheim, was hat der für eine Form? Zweiter in der Verfolgung in Lenzerheide. Dritter im Sprint hier, seine beiden ersten Podestplätze überhaupt. Jetzt kann er es toppen. Jetzt kann er das Paket komplett machen. Die Abfahrt, die schnelle Abfahrt vom Bürgstieg runter, sollte heute auch kein Thema sein, dass es irgendwie zu gefährlich wäre. Da kann man kompakt bleiben, so wie Andres Strömsheim hier in der Abfahrtshocke. Da muss man auch nicht aufmachen mit Oberkörper. Geht's, 4 Sekunden waren sie hinter Ponzilo Oma nach dem Schießen. Es ist gleich geblieben. Schnelle Runde jetzt von Kühn zusammen mit Dolle, Schieftal, dann Tarje Bö. Auf der 9, Jacomel von der 25 kommen, schießt bis jetzt fehlerfrei. Mit 1,26. Da hat er nur 7 Sekunden bis jetzt verloren zu seinem Startrückstand. Dann Fabian Claude, der von der 28 gekommen ist. Und da kämpft Benny Doll. Oh, mit! Platz 14! Platz 15! Komm! Ich würde sagen, das hat jetzt Benny gerade nicht gefallen. Die gehen Platz 17! Auf! Umstellen nochmal hier! Komm, nochmal umstellen! Auf! Gemeinsam mit Fabian Claude raus, dem Belgier hier vorne. Und normalerweise ist Benny so stark, dass er den Bürgstieg schon abhängt. Aber er ist trotzdem noch dran und überholt ihn auch noch in der Abfahrt. Ich glaube, das hat ihm nicht so gut gefallen. Kurz mal den Kopf geschüttelt. Der Bruder. Florent Claude. Entschuldigung, Florent Claude, ja. Bei 3 Claudes kann man schon mal durcheinander kommen. Der eine ist ja nicht da im Moment. Der ist in den EBU Cup
geschoben worden sozusagen. Die Franzosen hier nur mit 5 Männern am Start. Emilien Claude haben sie in den IBU Cup gesetzt. Aus Leistungsgründen und keinen nachgeholt. Auch überraschend. Macht er hier sein Meisterstück? Wenn er sein Magazin nicht verliert. Ist ihm passiert in der Lenzer Heide? In den Schießstand gefallen, hat das dort rausgeholt. Eigentlich ein Regelverstoß. Nach deutscher Auffassung ein Regelverstoß. International ist nicht ganz zu klären, ob er da wirklich hinter der oder vor der Feuerlinie war. Ist nochmal mit einem, naja, nicht mit einem blauen Auge davongekommen, aber ich würde sagen mit einer grauen Karte. Dunkelgelb. Daran wird er jetzt nicht denken. Das klappt schon mal. Bö kommt jetzt. Da sind 2 Strafrunden für Strömsheim. Jetzt sieht er Johannes Tinius Bö, der in diesem Moment die Matte betritt. Da haben wir Frank Ulrich, eben haben wir von ihm gesprochen. Inzwischen für die SPD im Bundestag sitzend. So, Johannes Tinius Bö, der Weltmeister in der Verfolgung. Oh, Fehler. Völlig verrissen den ersten. Und auch er schießt 2 Strafrunden. Strömsheim bleibt vorne. Er schießt eine dritte. Was ist denn hier los? So, Strömsheim ist eine Runde rum. Langreit macht sich jetzt bereit. Schnelles Schießen und die beiden gehen fast gemeinsam raus. Lagreit steht gut. Auch gestern hat er gesagt, ich stand eigentlich gut. Mental ist mir beim Stehenschießen der eine Fehler weggegangen. Ich war nicht bereit und er schießt die Null. Und Strömsheim geht in diesem Moment raus. Hat dann wahrscheinlich so 6-7 Sekunden Vorsprung. Johannes Tinius Bö ist immer noch in der Strafrunde. Dort rechts sehen wir ihn. 6 Sekunden sind es. Das wird eine schmerzhafte Runde für die beiden. Samuelsson mit 2 Strafrunden. Johannes Kühn. Bö ist immer noch in der Runde. Da ist die Strafrunde. Dolle Schäfter geht raus ohne Fehler. Kühn hätte dort auch noch aufs Podest laufen können mit einem fehlerlosen Schießen. Jetzt muss er in die Runde. Das heißt, wir werden 4 Norweger vorn haben. Jetzt Dolle Schäfter und dann kommt Johannes. So sieht's aus in der letzten Runde. Ponzi Luoma, 9 Sekunden hinter Johannes Tinius Bö. Dann Tarje Bö, dann Fabien Claude, starkes Rennen, dann Johannes Kühn. Doll wieder mit einer Null, jetzt klappt's im Stehendanschlag. Rees mit einer Strafrunde. Justus Strelo schießt 0, Philipp Horn eine Strafrunde. Benny Doll. Auf Platz 12 hat er sich zurückgekämpft durch sein gutes Stehenschießen heute. Aber wie ärgerlich, nach den 5 Fehlern im Liegendanschlag war das Rennen für ihn natürlich gelaufen. Schon nach den 3 Fehlern. Als er den Sieg aus der Hand gibt, nach den 2 Fehlern von Strömsheim, war es doch eigentlich alles für ihn bereit. Das Glas stand auf dem Tisch, aber er hat es verschüttet und nicht ausgetrunken. Ein Fehler hatte beim letzten Schießen. Spannend, Samuelsson beim Massenstart in Oberhof hier. Erster, zweiter Weltmeister. Vor Ponzi Luoma, dritter Johannes Tinius Bö. Samuelsson war ja krank.
gerade ist er rangelaufen, die 6 Sekunden an Strömsheim und ist auch gleich vorbeigegangen. Da wundert mich, dass Strömsheim das zulässt. Und die Maschine Dahle hat noch Kraft, 1-1 hier hochzulaufen. Ja. Bö muss sich mit Ponziloma auseinandersetzen. Lachend. Komm mal! Platz A! Frequenz! Hoch und auf! Platz A! Komm! Und jawohl! Zieh ab hier! Komm! Johannes Kühn mit 2 Strafrunden heute, wieder mit einem Top-10-Ergebnis, wieder mit einem starken Rennen. ...1:10 sein Rückstand. Und jetzt hat Strömsheim attackiert. Hat sich gemacht, hat er aufgegeben, hat nach hinten geschaut. Wahnsinn! Der 6. Januar 2024 ist der Tag, den Endre Strömsheim niemals vergessen wird. Denn es ist der Tag, an dem er das erste Mal in seiner Karriere einen Weltcup gewinnt. Der Sieger des Verfolgungsrennens in Österreich, in Oberhof, heißt Endre Strömsheim. Herzlichen Glückwunsch! Dörlerholm-Lagreit geschlagen, hat dann möglicherweise doch zu viel Kraft gekostet, dieses Ranlaufen, diese 6 Sekunden den Birksteig hoch dicht zu machen. Dann hat ihn Strömsheim vorbeigelassen, hat gewartet und hat eiskalt zugeschlagen, als sich die Möglichkeit bot. Johannes Dahle. Schieffdahl mit nur einem Schießfehler von 13 auf 3. Beeindruckendes Rennen, genau wie von Tarje Bö, der sich so ein bisschen im Schatten nach vorne gearbeitet hat, hinten raus. Johannes Tinius Bö konnte auch ihn nicht halten auf der Schlussrunde. Fabian Claude von 28 auf 6. In der isolierten Verfolgungswertung sicherlich heute der Beste. Johannes Kühn wird 8. mit 1 Minute Rückstand. Samuelsson auf der 9, Nelin auf der 10. Gutes Ergebnis für ihn. Giacomel auf der 11, der Italiener. Und jetzt kommt ein geschlagener Benny Doll. Ganz so weit nach hinten wie in Lenzerheide. Es ist nicht gegangen, als er von der 1 auf die 17 war. Da der Blick von Stöhlerholm-Lagreit auf den Belag. Und dann die beiden Deutschen im Finish. Horn und Rees. Also 12, 13, 14. Benny Doll, Philipp Horn und Roman Rees. Philipp Navrat war 23. in der letzten Zwischenzeit. Kommt dort hinten auch schon. Ja, das ist der norwegische Jubel. Sie benutzen hier, weil doch eben überall ein paar Steine in der Strecke sind. In jedem Rennen andere Ski, benutzen jeden Ski nur einmal. Er wird dann neu geschliffen, dann ist es auch kein Problem. Aber so ein paar Kratzer bleiben hängen.
Die Deutschen können ihre Ski natürlich hier oben schleifen lassen, in der Bundeswehrkaserne nebenan im Schleifzentrum. Aber eine Schleifmaschine haben die Norweger in ihrem riesengroßen Wachstruck nicht dabei. Botten auf 22, da steht ADJ, denn da kriegt er noch die 30 Sekunden drauf. Navrat auf der 22, ja, und Botten, der rutscht jetzt eben auch schon nach hinten.